Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende. Ich darf Sie namens des Rektorats ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe von WU Matters, WU Talks begrüßen. Mein Name ist Harald Badinger. Ich bin Vizerektor für Finanzen und ich freue mich, diese Veranstaltung eröffnen zu dürfen. Die Veranstaltungsreihe WU Matters, WU Talks ist ja eine der vielen Maßnahmen, mit der die WU ihrer dritten Hauptaufgabe neben der Forschung und Lehre, der sogenannten Third Mission, nachkommt. Und sie hat das Ziel, gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Themen für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich denke, heute haben wir ein ganz brennendes Thema auf der Tagesordnung. Und es ist ja so, dass diese Veranstaltungsreihe oder ja, 11 dieser Abende werden jeweils von einem der Departments der Wirtschaftsuniversität gestaltet. Und heute ist es das Department für fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation, welche die Gestaltung dieses Abends übernommen hat. Und dabei wird Professor Seifert Brockmann einen Vortrag zum Thema Fake News halten. Also sehr spannend, sehr aktuell dieses Thema, denke ich. Und es ist dem Department auch gelungen, ein sehr hochkarätiges Panel an Diskutanten und Diskutantinnen zusammen zu stellen, welches wir dann im Laufe der Veranstaltung noch vorstellen werden. Und ich möchte jetzt zur weiteren Moderation gleich an Kollegin Ursula Lutzki übergeben. Sie ist ebenfalls Mitarbeiterin am Department für fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation. Dankeschön. Ja, guten Abend. Ich darf Sie auch alle herzlich willkommen heißen zum Vortrag Fake News, Organisationskommunikation im digitalen Zeitalter mit anschließender Diskussionsrunde. Mein Name ist, wie gesagt, Ursula Lutzki und ich darf Sie durch den heutigen Abend führen. Wir werden zuerst einen Vortrag von Professor Seifert Brockmann hören und danach in die Diskussion überleiten. Sollten Sie während des Vortrags oder während der Diskussion Fragen oder Kommentare für uns haben, dann können Sie diese gerne auf YouTube posten. Ja, unser heutiger Sprecher ist Jens Seifert Brockmann. Er ist Professor für Wirtschaftskommunikation am Department für fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation hier an der WU und er ist auch Leiter des Instituts für Kommunikationsmanagement und Medien. Vor seiner Zeit an der WU promovierte er am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig, wo er auch Kommunikations- und Medienwissenschaft und Politikwissenschaft studierte. Er war ebenfalls Teil der Corporate Communication Research Group am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien. Die Forschungsinteressen und Forschungsschwerpunkte von Professor Seifert Brockmann umfassen die Themen Vertrauen in der Organisationskommunikation sowie öffentliches Vertrauen in der Mediengesellschaft. Er beschäftigt sich da mit den Auswirkungen digitaler Kommunikation auf Unternehmen und forscht auch im Bereich der strategischen Kommunikation. Ja, und damit darf ich nun das Wort an dich übergeben, Jens, und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Und damit möchte ich natürlich dann auch gleich meinen Vortrag beginnen. Ja, lieber Herr Vizerektor Badinger, liebe Ursula Lutzki, liebes Publikum, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier dabei zu sein. Zeitgemäß und aktuell ist das Thema Fake News ja ohnehin, aber auch der genaue Zeitpunkt hätte kaum besser gewählt sein können. Heute um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also vor wenigen Minuten, endete die Amtszeit des 45. Präsidenten der USA. Und die Rede ist natürlich von Donald Trump. Wie auch immer Donald Trump retrospektiv bewertet werden wird, schon jetzt steht fest, dass der Begriff Fake News fest mit ihm verbunden bleiben wird. Mehr als 2000 Mal hat der ehemalige Präsident den Begriff verwendet, um jene Berichterstattung und Sachverhalte zu diskreditieren, die ihm nicht gefielen. Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass nicht er es war, der diesen Begriff in die öffentliche Debatte hineingetragen hat, sondern seine Gegnerin bei den Präsidentschaftswahlen 2016, Hillary Clinton. Dazu gleich mehr. Natürlich sind Fake News keine Erfindung der letzten 4 Jahre und sie sind auch nicht erst seit dem Aufkommen sozialer Medien en vogue.
Fake News sind so alt wie zwischenmenschliche Kommunikation selbst und entsprechend vielfältig ist das Phänomen, wenn man es sich einmal genau anschaut. In den kommenden Minuten soll es also nicht darum gehen, Fake News als Phänomen vollumfänglich auszuleuchten und zu ergründen. Selbst eine ganze Vorlesungsreihe wäre dafür wohl zu wenig. Vielmehr soll es darum gehen, einen kurzen Überblick zu geben, was Fake News eigentlich sind, welche Formen sie in der heutigen Zeit annehmen, welche Konsequenzen sie für Wirtschaft und Gesellschaft haben und was man gegen diese Flut fabrizierter, manipulierter Nachrichten tun kann. Doch beginnen wir mit Hillary Clinton. Am 8. Dezember 2016 hielt die unterlegene Kandidatin der Demokraten eine Rede, in der sie, Zitat, die Epidemie bösartiger Falschmeldungen und Propaganda, welche die sozialen Medien im vergangenen Jahr geflutet hatten, Zitat Ende, anprangerte. Clintons Rede war eine Reaktion auf ein Ereignis 4 Tage zuvor. Am 4. Dezember 2016 drang ein bewaffneter Mann in eine Pizzeria, das Comet Ping Pong, hier im Bild zu sehen, in Washington D.C. ein. Er hatte in Internetforen gelesen, dass in besagten Restaurant angeblich ein internationaler Ring zur Verbreitung von Kinderpornografie operiere und dort missbrauchte Kinder im Keller festgehalten würden, die er befreien wollte. Nachdem der Mann sich gewaltsam Zugang verschafft hatte und feststellen musste, dass es in der Pizzeria weder einen Keller noch Kinder gab, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Dieser Einbruch wurde unter dem Label Pizzagate seither berühmt und berüchtigt. Was auf den ersten Blick nach der Tat eines einzelnen verwirrten Mannes aussieht, ist tatsächlich die Konsequenz einer weit verbreiteten Verschwörungserzählung, wonach hochrangige Politikerinnen der Demokraten Mitglieder eines internationalen Rings von Menschenhändlern sind und aus Restaurants in den USA heraus operieren. Durch Websites wie Infowars oder Social-Media-Plattformen wie 4chan, Reddit oder Twitter verbreitete sich dieser Verschwörungsglaube seit 2016 rasant. Obwohl die Vorwürfe absurd und klar als fabriziert erkennbar sind, fruchten sie in einem Klima der Hyperpolarisation nicht nur in den USA, sondern weltweit. Das Beispiel zeigt, dass es nicht mehr die Nachrichten sind, auf deren Basis viele Menschen sich eine Meinung bilden. Es ist oftmals umgekehrt, die eigene Meinung bestimmt, welche Nachricht als interessant und glaubwürdig wahrgenommen wird. Doch wer glaubt, dass Fake News ein rein politisches Phänomen sein, dem sollte das nachfolgende Beispiel zu denken geben. Der BuzzFeed-Editor Craig Silverman wurde mitten im US-Wahlkampf 2016 auf einen ganzen Cluster von Fake News aufmerksam, der, seltsamerweise, aus dem Osten Europas zu stammen schien. Bei einer genauen Untersuchung fanden Silverman und Kollegen mehr als 100 Pro-Trump-Webseiten, die von Veles, einer Kleinstadt in Nordmazedonien, aus betrieben wurden. Einige junge Mazedonier hatten Domains mit Namen wie Donald Trump News oder US Conservative Today angemeldet und von dort aus Pro-Trump-Content publiziert und in soziale Medien gepusht. Fake News mit Titeln wie Papst Franziskus schockiert die Welt und spricht sich für Donald Trump aus erreichten hunderttausende User, die sie rezipierten, kommentierten und teilten. Währenddessen sahen junge Männer tausende Meilen entfernt, wie immer mehr Geld in ihren Google AdSense-Account einlangte. Obwohl die jugendlichen Seitenbetreiber wenig Interesse an US-Politik hatten, so erkannten sie doch schnell, dass sich mit US-Politik viel Geld machen ließ, wie das eingeblendete Zitat belegt. Ein Jugendlicher wird dort mit den Worten zitiert: Ich habe die Seite aufgebaut, weil es ein einfacher Weg ist, Geld zu verdienen. Fake News, das zeigt dieser Fall eindrücklich, sind beileibe nicht immer ein Werkzeug sinistrer Kommunikationsstrategien, sondern eher Ausdruck einer Banalität des Bösen, um mal ein geflügeltes Wort von Hannah Arendt zu verwenden. Nicht politische Überzeugung ist oftmals die Motivation, fabrizierte und manipulierte News in den Umlauf zu bringen, sondern Geld. Dabei wäre es zu einfach, mit dem Finger nur auf Jugendliche zu zeigen, die sich damit ihr Taschengeld aufbessern. Man sollte sich auch bewusst machen, dass das Geschäftsmodell von Tech-Unternehmen wie Google, Facebook oder Twitter darauf basiert, Aufmerksamkeit bei Usern zu generieren, um somit Reichweite für Werbekunden zu schaffen, und damit fungieren sie als Treibstoff für Fake News. Einen kleinen Moment. Ja.
So, jetzt sollte es wieder funktionieren. Okay. Doch der Blick in die Geschichte zeigt noch eine andere Allianz. Oh, nein, Moment. So, natürlich. Sehen daran, es war nicht fake. Gut. Ich weiß nicht, wo jetzt meine Präsentation hin ist. Aber jetzt sollte es dann doch wieder funktionieren. Gut, Ursula, ein kurzes Zeichen. Sieht man jetzt die Präsentation wieder? Ich sehe noch nichts. So, sieht man sie jetzt? Ja. Wunderbar. Dann fahren wir also fort. Fake News, das hatte ich in der Einleitung bereits anklingen lassen, sind also beileibe keine Erfindung der Informationsgesellschaft oder des Internetzeitalters. Falsche Behauptungen über Gegner sind nützlich, seit es politische Kommunikation gibt, und entsprechend lassen sich Fälle fabrizierter und manipulierter Nachrichten bis weit in die Antike zurückverfolgen. Ich habe hier einmal ein Bild, ein Beispiel manipulierter Bilder aus der Zeit des Stalinismus aufgeführt, die zeigen, wie aus dem Umfeld Lenins nachträglich Personen wie beispielsweise Leon Trotzki oder Lev Kamenev herauseditiert wurden. Diese Fake News der stalinistischen Säuberung sind sinnbildlich für die historische Dimension von Fake News schlechthin. Die nachträgliche Änderung der Geschichte legitimiert das Handeln im Hier und Jetzt. Doch dieser Blick in die Geschichte zeigt noch eine andere Allianz, jene zwischen Fake News und Entertainment, in seiner journalistischen Spielart besser als Infotainment bezeichnet. Geradezu mystisch und legendär ist der Fall des Science-Fiction-Romans von Orson Welles, Der Krieg der Welten. Eine für das Radio adaptierte Fassung des Werks wurde am Abend des 30. Oktober 1938 über CBS Radio in den USA ausgestrahlt. Am nächsten Morgen berichteten Zeitungen quer durch das ganze Land von Terror und Panik, die das Hörspiel beim Publikum ausgelöst haben soll. Da schien auch der Disclaimer des Autors Orson Welles, der vor und während der Sendung betonte, dass es sich hier um ein fiktionales künstlerisches Programm handelte, nicht zu helfen. Das Interessante an der Invasion vom Mars und der vermeintlichen Wirkung auf das Publikum ist dann auch weniger die emotionale Reaktion, die es bei einigen verursachte. Schon vor der allerersten Filmvorführung durch die Gebrüder Lumière 1895 wird berichtet, dass das Publikum panisch reagierte, als eine Lokomotive auf der Leinwand auf sich zukommen sah. Das Interessante an dem Hörspiel und seinen Nachwirkungen ist vielmehr, so wissen wir inzwischen, dass die vermeintliche Panik selbst stark übertrieben dargestellt wurde. Die gespielte Invasion vom Mars wurde erst durch Fake News oder durch zumindest stark übertriebene Schlagzeilen in den Tageszeitungen am nächsten Tag zu der Sensation, als die sie retrospektiv wahrgenommen wurde und wird. Die gefakte Meldung und journalistischer Sensationalismus sind also aufeinander angewiesen. Springen wir zurück ins Hier und Heute, besser gesagt zum 6. Jänner 2021. Etwas mehr als 4 Jahre später war es kein Einzeltäter mehr, der schwer bewaffnet eine Pizzeria erstürmte. Diesmal war es ein Mob, der sich zur Rettung von nichts Geringerem als der US-Demokratie selbst berufen sah und deshalb das Kapitol in Washington D.C. stürmte. Ganz vorne mit dabei waren zahlreiche Anhänger jener Verschwörungserzählung, von der Pizzagate ihren Ausgang genommen hatte. Man sieht im Bild in der Mitte das Symbol dieser neuen mutierten Variante von Pizzagate, die inzwischen unter dem Label QAnon weltweit bekannt ist und deren Aktivisten, wie beispielsweise der selbsternannte Q-Schamane im Bild rechts, inzwischen einen regelrechten Celebrity-Status in der jeweiligen Szene besitzen. Nicht von ungefähr hatte Hillary Clinton in der zuvor genannten Rede von einer Epidemie bösartiger Fake News gesprochen. In Zeiten der globalen Covid-19-Pandemie hat auch ein neues Schlagwort die Runde gemacht. Die Rede ist von der sogenannten Infodemie. Damit sind falsche Informationen rund um das Coronavirus SARS-CoV-2 gemeint, die sich genauso schnell, wenn nicht gar schneller und unaufhaltsam verbreiten wie das Virus selbst. Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins hat in seinem Buch Das egoistische Gen für diesen Vorgang den Begriff der mimetischen Evolution geprägt, wobei Meme als Ideen zu verstehen sind, die sich von Gehirn zu Gehirn weiterverbreiten.
wie Viren ihre DNA und damit eben auch ihre Gene in andere Organismen einschleusen, implementieren Ideologien laut Dawkins ihre kulturelle DNA in Form von Memen in unseren Köpfen. Und so wie Masern, Grippe oder Coronaviren erfolgreich von Wirt zu Wirt springen, verbreiten sich auch Meme dort am erfolgreichsten, wo ihre Wirte dicht gedrängt zusammenhocken. Auf den Plattformen, soziale Medien und vor den Bildschirmen der klassischen Massenmedien. Abseits der Ereignisse im Kapitol gab es auch davor noch eine Szene, die vermutlich noch lange im öffentlichen Gedächtnis bleiben wird. Während des Sturms auf das Kapitol hatte sich Kameracrews von Fernsehsendern in Sicherheit gebracht und dabei ihr Equipment zurückgelassen. Teile des Mobs droschen wutentbrannt auf die wehrlose Technologie ein und versuchten, sie selbst in Brand zu stecken. Die Mainstream-Medien auf dem Scheiterhaufen. Auch wenn historische Vergleiche immer heikel sind, fühlt man sich doch unweigerlich an den 18. Brumaire von Karl Marx erinnert, der in Anspielung auf Hegel einmal bemerkte, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen sich zweimal ereigneten. Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Es ist mehr als ironisch, dass an jedem 6. Jänner das Equipment nicht dem Drehbuch folgte und sich stoisch weigerte, in Flammen aufzugehen. Die Szene ist ein trauriger Beleg für den Hass, der dem Journalismus insgesamt inzwischen entgegenschlägt und der unter dem Label Lügenpresse unlängst auch als Kampfbegriff Eingang in die öffentliche Auseinandersetzung gefunden hat. Die Ereignisse in Washington D.C. sind nur der letzte unübersehbare Beleg, dass Fake News unsere Gesellschaften vor eine ungeheure Herausforderung stellen, nicht nur politisch, auch wirtschaftlich, sozial und gesundheitlich. Und damit kommen wir nun endlich zu der Frage, was Fake News denn eigentlich genau sind, warum sie eine solche Wirkungsmacht entfalten können. Zentral ist, dass das Phänomen nur in Abgrenzung zu einem genuinen Verständnis von Nachrichten funktioniert. Mit anderen Worten, die Imitation, die Fälschung, die Verdrehung von News zu Fake News setzt voraus, dass deren Produzenten wissen, was echte News tatsächlich ausmacht, um deren Funktionsweise unterlaufen zu können. Nur wer weiß, wie solide, zutreffende Informationen in Nachrichtenform funktionieren, kann sie verfälschen und strategisch in kommunikativen Auseinandersetzungen als Waffe einsetzen. Auch wenn Fake News im engeren Sinne das deliberative Kreieren und Verbreiten falscher Informationen sind, so ist das unabsichtliche Teilen falscher Informationen doch genauso ein relevanter Teil des Phänomens insgesamt. Angesichts der Bilder vom Kapitol ist es natürlich schwer zu verstehen, wie absurde, fabrizierte Falschinformationen eine solche Wirkung entfalten können. Dabei gibt es aber eine Reihe psychologischer Effekte, die das sehr gut erklären können. Unsere Neigung beispielsweise, immer jene Informationen bevorzugt zu rezipieren, die unsere vorhandene Meinung bestätigt, der sogenannte Confirmation Bias, ist ein gut dokumentiertes und erforschtes Feature unseres Gehirns. Wir Menschen mögen es nicht, mit der unbequemen Aussicht konfrontiert zu werden, dass unsere Überzeugungen womöglich falsch sind. Entsprechend sind wir sehr sorgsam, wenn es darauf ankommt, welchem Content wir uns überhaupt aussetzen. Wir gehen dabei selektiv vor, am besten in unserer eigenen Filterblase, in der wir vor unliebsamen Überraschungen weitgehend geschützt sind. Den Fake News-Produzenten und Verbreitern spielt dabei in die Hände, dass eine große Mehrheit im Publikum dem Treiben passiv, vielleicht sogar desinteressiert beiwohnt und nicht aktiv wird, wenn ihnen Fake News in ihrem tagtäglichen Medienkonsum begegnet. Denn tatsächlich ist der Anteil derjenigen, die sich aktiv in Sachen Fake News engagieren, sehr gering. Dafür ist deren Engagement umso größer, je mehr diese rezipieren. Nur 0,1% aller Twitter-Accounts sind für ca. 80% der Shares von Fake News verantwortlich. Gerade einmal 1% aller Twitter-Accounts rezipieren 80% des genannten Fake-Contents. Dazu kommt, dass sich Fake News ca. 6-mal schneller verbreiten als echte Nachrichten und damit extrem schwer wieder einzufangen sind, selbst wenn deren Publikum in absoluten Zahlen eng begrenzt ist. Und trotzdem ist das von Fake News generierte Engagement enorm. Die Top 20 Fake News Stories der US-Präsidentschaftswahl 2016 generierten zusammen mehr Shares, Reaktionen und Kommentare auf Facebook als die Top 20 echter News Stories über die Wahl. Und auch wenn damit noch keine Aussage über die tatsächliche Größe eines Effekts von Fake News getroffen werden kann, so ist es doch wenig plausibel zu glauben, dass all das folgenlos bleibt. Würde man einige Menschen auf der Straße fragen, ob sie Fake News erkennen würden, die Antwort würde wohl ziemlich häufig lauten: Ich erkenne sie, wenn ich sie sehe. Tatsächlich liegen auch Fake News stark im Auge des Betrachters, vor allem wenn man der Überzeugung ist, Fake News seien nur die unliebsamen Auffassungen und Meinungen der jeweils anderen.
Im engeren Sinne sind Fake News all jene Nachrichten, die entweder manipuliert oder fabriziert sind und hinter deren Verbreitung eine Täuschungsabsicht steckt. Im weiteren Sinne lassen sich auch hier doch auch ganz andere Praktiken darunter fassen, die zwar nicht alle diese Charakteristika in sich vereinen, aber zumindest einzelne Aspekte aufweisen. Bei Propaganda ist diese Schnittmenge mit Fake News noch sehr groß und man könnte Fake News sogar sinnvollerweise als Teilphänomen von Propaganda definieren. Schwieriger wird die Sache aber, wenn wir an Formate denken, die ebenfalls Nachrichten manipulieren und fabrizieren, allerdings mit der Absicht, sich über genau diese lustig zu machen. Die Rede ist natürlich von Satire und Parodie. Der Komiker John Oliver, seines Zeichens Moderator der wöchentlichen Satire-Sendung Last Week Tonight, muss sich ständig gegen die Zuschreibung behaupten, er sei kein Comedian, sondern vielmehr ein Journalist. Tatsächlich sind nämlich für viele Millionen Menschen heutzutage nicht mehr Nachrichtensendungen die Hauptquelle für News, sondern satirische Formate wie Last Week Tonight, The Daily Show oder die Heute Show, um mal ein Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum zu nehmen. Auch wenn diesen Formaten keine Täuschungsabsicht zugrunde liegen mag, so sind sie doch artifiziell und können langfristig ebenso verzerrend wirken, trotz ihrer aufklärerischen Absicht. Und nicht zuletzt weisen auch kommunikative Praktiken der Unternehmenskommunikation Schnittmengen mit Fake News auf. Public Relations und Native Advertising beispielsweise bedienen sich auch artifizieller Inhalte, die sie im Gewand von echten News zu transportieren versuchen. Wenngleich dieser Kommunikation in der Regel keine Täuschungsabsicht zugrunde liegt, so ist sie ihrer Natur nach doch persuasiv und versucht Framings von Themen bei Zielgruppen zu erreichen, die nicht notwendigerweise in deren eigenen Interesse liegen. Über Fake News in der Politik habe ich jetzt ausführlich gesprochen. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass diese Kommunikationsphänomene alle Bereiche der Gesellschaft betreffen, auch und besonders stark die Wirtschaft. 2019 lagen die jährlich geschätzten Kosten durch Fake News für einige Dimensionen, wie zum Beispiel finanzielle Falschinformationen, laut einer Studie der Universität of Baltimore bei mehreren Milliarden Dollar, 78 Milliarden Dollar insgesamt. Der tatsächliche Schaden dürfte um ein Vielfaches höher liegen, wenn man alle die Aspekte mit einbezieht, die im Dunkeln liegen und schwer zu erfassen sind. Viele Unternehmen engagieren sich immer stärker auch in gesellschaftlichen Fragen und äußern sich zu Themen, die nicht direkt mit ihrem Business im Kern zu tun haben. Entsprechend steigt für diese Unternehmen die Gefahr, von den Auswirkungen der politischen Polarisation getroffen zu werden. So hatte beispielsweise Nikes Entscheidung, den ehemaligen Quarterback des San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, zum Testimonial seiner Kampagne zu machen, zur Folge, dass in sozialen Medien unzählige Videoclips zirkulierten, in denen Schuhe von Nike verbrannt wurden. Um dieses Schadpotenzial von Fake News mal konkret zu veranschaulichen, habe ich einmal drei Beispiele für Fake News herausgesucht, die sich gegen Unternehmen richten. Das erste Beispiel betrifft Pepsi-Cola. Deren CEO Indra Nooyi wurde in den Mund gelegt, dass Trump-Unterstützer nicht als Kunden bei Pepsi willkommen seien. Diese falsche Behauptung führte dazu, dass der Kurs der Unternehmensaktie kurzfristig um 4% nachgab. Im zweiten Beispiel wurde Starbucks das Ziel fabrizierter News, als im Internet unter dem Hashtag BorderFreeCoffee die Meldung zirkulierte, dass illegale Einwanderer angeblich 40% Nachlass auf das gesamte Starbucks-Sortiment bekommen würden und ein gratis Getränk obendrein. Die Fake News wirkten authentisch, da sich Starbucks in der Vergangenheit für die Integration von Flüchtlingen stark gemacht hatte und sich deshalb mit Boykottforderungen konfrontiert sah. Der dritte Fall ist schließlich brandaktuell. Neben den vielen Mythen, die über Impfstoffe im Allgemeinen und die Corona-Impfstoffe im Besonderen im Umlauf sind, machte auch das Gerücht die Runde, wonach es während und nach der Testphase zu Todesfällen im Zusammenhang mit der Impfung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech gekommen sei. Erst jüngst wurden 23 Todesfälle in zeitlich kurzem Abstand zur Impfung in Norwegen registriert. Die Behauptung, dass beide kausal zusammenhängen, wurde unter anderem vom Sprecher des chinesischen Außenministeriums via Twitter verbreitet und durch Medien in China, wie beispielsweise der Global Times, aufgegriffen. Die Global Times schrieb: Warum verschwiegen Amerikas Medien den Pfizer-Impfstofftoten, als wäre das tatsächlich der Fall gewesen? Der Verdacht, dass hier Fake News im Wettbewerb zweier Impfstoffe eingesetzt werden, vor dem Hintergrund der strategischen Konfrontation zwischen den USA und China, liegt nahe. Welche Konsequenzen das für das Vertrauen in den Impfstoff und Impfen generell hat, erscheint ziemlich klar.
Nur 51% der Befragten einer Repräsentativbefragung in Österreich am 10. Januar 2021 gaben an, sich wahrscheinlich oder ganz sicher gegen Covid-19 impfen lassen zu wollen. Sieht man aber einmal genau hin, dann fällt auch auf, dass umgekehrt nicht selten auch Unternehmen die Quelle von fabrizierten News und manipulierten Informationen sind. Das Beispiel der Kommunikationsagentur M3 sticht da heraus, die im Auftrag namhafter Unternehmen falsche Postings und Ratings produzierte, um deren Image online in Foren bei Bewertungen aufzubessern. In vielen Medien, vor allem in Gratiszeitungen, finden sich zudem auffällig oft Anzeigen von Unternehmen und ihren Produkten, begleitet von Gefälligkeitsartikeln an anderer Stelle in derselben Ausgabe, die das Unternehmen dann natürlich zufällig in einem guten Licht erscheinen lassen. Der Verdacht von Koppelgeschäften liegt in solchen Fällen mehr als nahe. Und nicht zuletzt sind da gefakte PR-Aktionen wie die vermeintliche Irrfahrt einer Pistenraupe ins norddeutsche Seefeld, für den der Tourismusverband Seefeld in Tirol verantwortlich zeichnete. In einem weiteren inszenierten Artikel am darauffolgenden Tag wurde dann die Ankunft im richtigen Seefeld in Tirol entsprechend in Szene gesetzt. Darüber, dass die Irrfahrt eine geplante Aktion war, blieb die Öffentlichkeit im Dunkeln. Eine fabrizierte Meldung über eine falsch gelieferte Pistenraupe ist in puncto Schaden natürlich in keiner Weise mit Propaganda über Impfstoffe zu vergleichen. Dennoch leisten solche Praktiken der schleichenden Delegitimierung echter Nachrichten ebenfalls Vorschub. Der stete Tropfen hüllt bekanntlich den Stein. Die eben genannten Beispiele verdeutlichen aber sehr gut, dass die Grenze zwischen legitimer Persuasion und Täuschung fließend ist. Der Kommunikationswissenschaftler Klaus Merten hat einmal sehr pointiert, aber zutreffend, Public Relations definiert als ein, zitiere, Prozess intentionaler und kontingenter Konstruktion wünschenswerter Wirklichkeiten durch Erzeugung und Befestigung von Images in der Öffentlichkeit. Je stärker Unternehmen selbst daran arbeiten, ihr eigenes Image in der Öffentlichkeit zu konstruieren, desto größer wird die Gefahr, dass die artifizielle Komponente dieses Prozesses sichtbar wird. Das sind natürlich keine Fake News im eigentlichen Sinne, aber eben doch fabrizierte Informationen ohne jene Relevanz für die Öffentlichkeit, für die die journalistischen Selektionskriterien stehen. Lag früher der Schwerpunkt der Unternehmenskommunikation auf Earned Media, also Publizität, die auf Vertrauen zwischen PR und Journalismus fußte, verschiebt sich der Fokus heute mehr und mehr auf professionelles Content-Marketing, das gezielt auf Paid Media, vor allem in Form von Native Advertising, aber auch Owned Media, also vom Unternehmen selbst produzierte Medien, setzt. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen professioneller Kommunikation und Journalismus zusehends. Und für das Publikum ist die soziale Wirklichkeit der Gesellschaft immer schwerer, von den wünschenswerten Wirklichkeiten der Corporate Media zu unterscheiden. Betrachten wir nun mal die Konsequenzen von Fake News, dann wird deutlich, dass auch im Wirtschaftskontext ähnliche Effekte zu beobachten sind wie in Politik und Gesellschaft. Auf der Stakeholder- und Kundenseite breitet sich Verunsicherung aus. Vertrauen in die Medien als Mittler von Unternehmenskommunikation erodiert und Fake News werden in immer stärkerem Maße für nachfolgendes Verhalten relevant. Selbst kleine Gerüchte, wenn sie sich in Fake News-Netzwerken einmal vervielfacht haben, können dann eine große Wirkung entfalten, frei nach dem Motto, wo Rauch ist, da muss schließlich auch ein Feuer sein. Auf Seite der Unternehmen sind die Konsequenzen ähnlich gravierend. Fake News verändern langfristig die Einstellung gegenüber Unternehmen, da sie deren öffentlich konstruiertes Image untergraben. Damit geht ein gesteigertes Reputationsrisiko für das Unternehmen insgesamt einher, sollte ein Verdacht hängen bleiben. Und schließlich weitet sich der Schaden auf die ganze Branche oder die ganze Wirtschaft insgesamt aus, da Fake News neben etablierten Medien als legitim erscheinen und damit die Unternehmen zunehmend mit diesen assoziiert werden, wenn diese wiederholt im selben Kontext mit manipulierten und fabrizierten Nachrichten auftauchen. Das Reputationsrisiko für Unternehmen wird am deutlichsten sichtbar, wenn wir uns mal die Beziehung zwischen Fake News und Marken ansehen, die sicherlich den wertvollsten immateriellen Besitz von Unternehmen darstellen. Die Kommunikation von Marken in etablierten Medien verleiht Fake News ein Einfallstor, um von der Legitimität der echten Marken zu profitieren bzw. in ihrem Fahrwasser mitzuschwimmen. Erlangen Fake News dann in alternativen Medien Publizität und schwappen in den Mainstream hinüber, kontaminieren sie langsam aber sicher die Originalmarke und diskreditieren nebenbei auch die etablierten Medien, über welche die Marken von Unternehmen kommuniziert werden. Ich hatte angesichts der Bilder vom Sturm auf das Kapitol darauf verwiesen, dass es eine gewisse Parallele
zwischen der Verbreitung von Viren und Fake News gibt. Ähnlich verhält es sich auch, wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten und uns mit der Frage auseinandersetzen, wie man Fake News und den Konsequenzen, die sie zeitigen, begegnen kann. Wenn wir davon ausgehen, dass das hier vorliegende Modell zeigt, dass die Wahrhaftigkeit von Nachrichten einen Einfluss auf die Intentionen von Rezipientinnen dieser Nachrichten hat und dass diese Beziehung durch Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Einstellung moderiert wird, dann gibt es mehrere Ansätze, um Fake News wirkungsvoll zu bekämpfen. Die einfachste und wirkungsvollste Strategie, das hat Twitter gerade erst nach unzähligen Wellen demonstriert, ist nach wie vor die Kontrolle und Isolation der Superspreader. Ohne bereits über entsprechende Zahlen zu verfügen, erscheint es plausibel, dass die Isolation der Verbreiter von Fake News auch die Verbreitung des Contents selbst hemmt. Doch so wie die Einschränkung von Freiheitsrechten selbst in Zeiten einer Pandemie ein heikles Unterfangen ist, ist auch das Deplatforming kommunikativer Akteure durch Privatunternehmen per se ein problematischer Akt. Abgesehen davon ist es aus Sicht von Leuten, die sich professionell mit Kommunikation beschäftigen, relativ unbefriedigend, Probleme mit der Stummschaltentaste zu lösen, so man die damit überhaupt lösen kann. Daher versuchen zahlreiche Ansätze auf normativer Ebene zu wirken und über eine Kommunikationsethik Leitlinien zu entwickeln und bekannt zu machen, welche die Wahrhaftigkeit von Quellen transparent und nachvollziehbar macht, die Kommunikation also einem normativen Regelwerk unterzieht. Gepaart mit einer verstärkten Entwicklung von basaler Medienkompetenz kann somit das Publikum, so ist die Theorie, die Wahrhaftigkeit von Quellen und Nachrichten besser einschätzen, das heißt Fake News besser entdecken. Darüber hinaus können Rezipientinnen in gewisser Weise geimpft werden. Die dazugehörige Theorie heißt tatsächlich Inoculation Theory, um im Publikum eben das Bewusstsein für Persuasions- und Manipulationsversuche zu erhöhen. Gerade für Unternehmen und Organisationen insgesamt sind Investitionen in ethische Kommunikationsstandards, Medienkompetenz der Mitglieder und Stakeholder, aber auch deren Persuasionswissen wertvolle Ressourcen, um die Abwehrkräfte gegen gezielte Desinformation zu stärken. Geradezu visionär sind gesamtgesellschaftliche Lösungsvorschläge wie beispielsweise die Initiative Public Open Space. Diese will der zunehmenden Segmentierung der Öffentlichkeit, die geprägt ist von einer kaum beherrschbaren Informationsflut, ideologisch verzerrten Falschnachrichten, Oberflächlichkeit und kurzer Aufmerksamkeitsdauer, ein radikal egalitäres Konzept entgegensetzen. Die Initiative entwickelt, und ich zitiere, die Perspektive einer neuen digitalen nicht kommerziellen Plattform, die einen öffentlichen Diskursraum für die gesamte Bevölkerung bietet. Zitat Ende. Nicht nur aus Sicht der politischen Parteien, denen langfristig nicht an einer hyperpolarisierten politischen Kultur gelegen sein kann, auch für Unternehmen ist diese Idee eine Überlegung wert. Nur wenn das Vertrauen in die medienvermittelte Öffentlichkeit als Ganzes intakt ist, können Unternehmen in selbiger erfolgreich ihre Marken und Reputationen aufbauen. Es ist natürlich müßig zu erwähnen, dass all diese Vorschläge viel leichter gesagt als tatsächlich getan und umgesetzt sind. Zum Abschluss bleibt damit nur noch die Rückkehr an den Anfang. Comet Ping Pong, der Schauplatz von Pizzagate, hat die ungewollte Popularität im Zentrum einer abstrusen Verschwörungstheorie nicht geschadet. Auch in Zeiten der Pandemie bewirtet die Pizzeria weiterhin seine Gäste. Das optimistische Schlusswort soll darum einer Userin auf TripAdvisor gehören, die im Jänner 2017, kurz nach dem Einbruch, ein kurzes Review für das Restaurant verfasste. 624 Backup schrieb, ein Funspot in der Nachbarschaft, fantastische Pizza, super verschroben, man isst auf Ping-Pong-Platten. Du amüsierst dich, während du Fake News bekämpfst. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Jens. In diesem Sinne werde ich dann mal den Bildschirmteil beenden. Dankeschön. Danke für deinen Vortrag, Jens. Das heißt, wir können jetzt auch unsere heutigen Gäste vorstellen. Wir haben drei Gäste, die Sie dann auch jetzt sehen können in wahrscheinlich ein paar Sekunden. Zu unseren Gästen heute zählen Sabine Einwille. Sie ist Professorin für PR-Forschung am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien.
In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit Content Marketing, Native Advertising, Unternehmensreputation, Krisenkommunikation sowie Ethikfragen. Dann ist heute bei uns zu Gast Sabine Moll. Sie ist Senior Consultant an der Agentur für integrierte Kommunikation IKP in Wien, wo sie insbesondere im Bereich der Consumer Brands, aber auch des Gesundheits- und Pharmasektors tätig ist. Und ihr Fokus liegt dabei unter anderem auf dem Corporate Publishing, der Krisenkommunikation sowie der Marktforschung. Und zu guter Letzt haben wir zu Gast Christian Körber. Er ist leitender Redakteur bei orf.at und somit einer der stellvertretenden Chefredakteure. Und er war von 2003 bis 2017 auch Lehrbeauftragter am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien, wo er ab 2007 auch im Bereich Multimedia-Journalismus gelehrt hat. Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Diskussionsrunde zum Thema Fake News. Und vielleicht, Herr Körber, beginnen wir gleich mit Ihnen, weil Sie sind ja in Ihrem Job tagtäglich mit Fake News konfrontiert. Vielleicht können Sie uns mal aus Ihrer Sicht berichten, wie Sie das Thema sehen, beziehungsweise auch, wie sich der Begriff in den letzten Jahren vielleicht entwickelt hat. Ja, schönen guten Abend. Tatsächlich haben wir mit dem Phänomen schon sehr lange zu tun, allerdings eigentlich erst seit 2016 hat das Kind einen Namen, nämlich eben Fake News. Dass es das davor auch gegeben hat, ist beim Vortrag eh auch schon schön rausgekommen, auch über Gerüchte, die sich über soziale Netzwerke verbreitet haben. Ich erinnere da an die Birther-Debatte rund um Präsident Obama, wo behauptet wurde, er sei gar nicht in den USA geboren. Und dieser Begriff, und das wurde eh auch schon schön herausgearbeitet, war ja eigentlich die Kritik daran. Und die Karriere dieses Begriffs hat dann eine sehr plötzliche und überraschende, vielleicht auch nicht überraschende Wendung genommen, eben mit Präsident Trump, beziehungsweise im Wahlkampf schon, als er sozusagen den Begriff gekapert hat und alle Vorwürfe und Großteil berechtigte Kritik an ihm und an seiner Politik dann auch Fake News genannt hat. Das hat den Begriff auch im deutschsprachigen Bereich populär gemacht und ja, einige Monate nach Trump haben dann auch österreichische Politiker, nachdem sie mit Aufdeckergeschichten konfrontiert worden sind, gesagt, na, das stimmt alles gar nicht, das sind Fake News. Das ist eine interessante Wendung und der Begriff wurde so ein bisschen sozusagen drang in den öffentlichen Sprachgebrauch ein und wurde auch breiter. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wurde alles sozusagen als Fake News subsumiert, was es halt sozusagen an vielleicht nicht korrekter Berichterstattung gab. Also die gute alte Zeitungsente, Propaganda, aber auch kleine journalistische Fehler wurden sofort sozusagen als Fake News benannt. Das, was Fake News sozusagen aus unserer Sicht heute ist tatsächlich sozusagen eine Imitation von Nachrichten, die einen ganz bestimmten Zweck hat, nämlich sozusagen einen politischen oder einen kommerziellen. Die Beispiele, die genannt worden sind und die auch in den USA sozusagen in den letzten Jahren zirkuliert sind, das sind Beispiele, mit denen werden wir in der täglichen Arbeit eigentlich fast nicht mehr konfrontiert, weil also da gibt es einfach ganz klassische Fakten, das ist einfach falsch. Ja. Also da kann man sagen, das stimmt so nicht. Spannender wird es tatsächlich dort, wo ein Körnchen Wahrheit in diesen Geschichten drinnen sind und wo dann herum ein Spin gesponnen wird, wo reframed wird. Und wo es dann tatsächlich manchmal schwierig ist, herauszufinden, was da wirklich war. Also als Beispiel kann ich nennen diese Ukraine-Affäre, ganz kurz zur Erinnerung, da ging es darum, dass der Sohn von dem jetzt neuen Präsidenten Biden, nämlich Hunter Biden, in einem ukrainischen Konzern tätig war. In diesem Konzern wurde Korruption etc. vorgeworfen. Und welche Rolle Hunter Biden, der jetzt nicht der steteste Mensch ist, sage ich mal, da hatte, da
also das nachzurecherchieren, war selbst für uns schwierig. Und da gab es in den US-Medien Dossiers, die seitenlang waren, um das aufzudröseln. Und genau dort wird es spannend und dort wird es aber auch schwierig, sage ich mal. Ja. Ja, es gab ja auch diese Entwicklungen, wo dann der Begriff ja auch auf quasi auf Reporter angewendet wurde, nicht? Wo Präsident Trump dann auch gemeint hat, you are fake news im Gespräch mit Reportern. Wie sehen Sie diese Verwendung? Ja, das ist das klassische Kapern eines Begriffs, wobei man dazu sagen muss, also diese ganze Entwicklung ist insofern spannend, als sozusagen die Frage, was ist wahr und was ist nicht wahr, ja philosophisch eigentlich aus einer, ich sage jetzt mal, progressiven Ecke kommt. Also wenn wir uns anschauen, die französischen Postmoderne und Foucault, dann wird ja da sozusagen der Begriff der Wahrheit schon ein bisschen dekonstruiert und eigentlich der Grundstock gelegt, was dann vor allem Trump und eine politische Rechte in den USA sozusagen dann praktisch umgesetzt hat. Auch weil im Vortrag die Virusmetapher gefallen ist, auch es gibt ein sehr schönes Buch von Douglas Rushkoff, ein Internettheoretiker aus den frühen 90er Jahren, sage ich mal, das heißt Media Virus, und da geht es de facto um Kommunikationsguerilla. Also wie kann ich sozusagen eine Medienbotschaft so einsetzen, allerdings in einem progressiven Sinn, dass Leute zum Nachdenken anfangen. Mhm. Was wir dann erlebt haben, ist sozusagen eigentlich eine Pervertierung dieser Idee, nämlich um Leute zu manipulieren. Und sozusagen diese Entwicklung find ich ein bisschen besorgniserregend, aber ja, das ist halt so. Ja. Gut, danke schön, Herr Körber. Frau Moll, vielleicht möchten Sie uns als nächstes ein bisschen berichten, weil Sie arbeiten ja eng mit Unternehmen auch zusammen und bereiten Kommunikation für diese Unternehmen vor. Inwiefern spielt denn das Thema Fake News in Ihrem Arbeitsalltag eine Rolle? Also bei uns spielt das Thema Fake News auch aus der Tradition heraus immer schon eine Rolle. Also wir sind ja gerade auch in der Aufklärung tätig. Vielleicht kann ich auch ganz kurz noch zum Vortrag was sagen. Also ich kann mir nicht leisten, mit wünschenswerten Wirklichkeiten zu arbeiten als PR-Beraterin. Dann würde ich wahrscheinlich bald nicht mehr hier sitzen. Und auch unsere Kunden können das nicht. Und die Trennung in Owned Media, Paid Media, Earned Media, also würde ich jetzt auch nicht nur negativ darstellen, sondern eher wertfrei, weil natürlich auch Unternehmen eigene Kanäle auch auf seriöse und wahrheitsgetreue Art bedienen können. Aber ich glaube, das war jetzt auch so nicht gemeint. Ich wollte es nur festhalten, weil das einfach mein täglich Brot ist. Und Fake News ist, ja, also es ist natürlich am Schaden zu messen, aber es ist jetzt keine Randgruppenerscheinung, sondern geht halt breit durch die ganze Gesellschaft. Wir haben 2017 schon eine Umfrage gemacht, weil uns das interessiert hat. Glauben die Menschen an Fake, also glauben sie, dass sie schon auf das gestoßen sind? Sind sie schon auf Fake News reingefallen? Und 2017 hat ein Viertel gesagt, ich bin schon mal auf Fake News reingefallen. Bei den Jüngeren waren es tendenziell mehr, einfach durch den stärkeren Einsatz von sozialen Medien. Und wir haben letztes Jahr relativ zu Beginn der Pandemie im April das Gleiche noch einmal gefragt und da hat über die Hälfte gesagt, sie ist schon Fake News aufgesessen, was Krankheitsbilder, Impfstoff, Verschwörungstheorien betrifft. Das Gute ist, die Menschen haben es erkannt, es waren Fake News, aber sie haben es zuerst geglaubt. Und unser Wissen baut sich ja einfach durch das auf, was wir täglich erfahren. Und wenn dann Falschmeldungen dazwischen sind, baut sich dann auch auf falschen, vermeintlichen Wahrheiten auf. Und es ist ein großer Schaden. Also jetzt gerade, wo wir den Gesundheitsbereich betreuen und was die Impfung jetzt oder die Impfdiskussionen betrifft, dann hat das wirklich tatsächlich auch Auswirkungen auf die Gesundheit oder auch auf das Leben von Menschen. Und da ist unser täglich Brot, damit zu arbeiten. Also für uns ist das immer schon ein Thema, Fake News aufzugreifen und zu schauen, wie kann man aufklären. Wir arbeiten sehr viel mit Q&As, auch unsere Kunden. Also wir betreuen einen großen Pflegeheimbetreiber. Da war das Thema jetzt natürlich ganz aktuell sehr heiß. Und man hat ja gesehen, es kommt dann von der Impfgegnerschaft zum Impfneid. Und jetzt werden wieder ganz andere Themen ausgespielt.
Aber man muss die Sache konstruktiv angehen. Und gerade im Pflegebereich, man hat es eh auch über alle möglichen Medien gehört, ist da ein großer Anteil an Skeptikern. Und das ist nicht nur, also dieser Nährboden, QAnon, Verschwörungstheorien, da ist einfach auch Angst und Verunsicherung dahinter, für die man Verständnis aufbringen muss und dem man auch begegnen kann. Und es tut sich da auch was und es lassen sich Menschen auch durchaus noch überzeugen. Und wenn ich daran nicht glauben würde, könnte ich ja eigentlich meinen Job gar nicht machen. Also wir arbeiten mit Fake News, das heißt, wir schauen uns das ganz genau an. Auf welchen Kanälen sind unsere Zielgruppen unterwegs? Womit sind die konfrontiert? Was ist da im Umlauf? Und dann arbeiten wir damit. Ja, danke schön. Jens, möchtest du vielleicht darauf auch antworten? Oder? Natürlich ist der, ist es immer sehr, ist der Reiz groß, natürlich zur groß zu differenzieren und dann die Trennlinien entsprechend scharf nachzuzeichnen. Ich natürlich auch, ich weiß, dass dieser Trend zu Owned und Paid Media natürlich nicht negativ ist, in dem Sinne, dass jetzt damit das Ende der Wahrhaftigkeit im öffentlichen Diskurs droht. Ich glaube aber, das Interessante an der Sache ist schon, dass viele Unternehmen inzwischen entdeckt haben, dass mit dem Niedergang und des immer noch laufenden Niedergangs des Journalismus eine riesengroße Lücke entstanden ist, in die sie jetzt mit selbstproduzierten Medien hineinstoßen. Und ich glaube, viele Unternehmen haben noch nicht richtig reflektiert, was für eine Verantwortung dann eigentlich auch auf sie zukommt, mit dem, was sie dann dort produzieren. Und dass sie halt Communities an Publikum, also richtiges Publikum, Stakeholdern sich aufbauen, die dann einen Großteil ihrer Nachrichten oder Informationen eben genau aus diesen artifiziellen Welten in diesen Medien herausziehen. Und ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu leisten, einfach beim intellektuellen Durchdringen, was das eigentlich bedeutet, wenn Unternehmen jetzt zum Großteil eben die Öffentlichkeit teilweise konstituieren. Und ich glaube, ein Grund, warum Facebook jetzt vor so viel Probleme gestellt ist, ist eben, dass sie das nicht reflektiert haben, was für eine große Verantwortung sie eigentlich haben. Genau das Gleiche mit Twitter, dass sie eben nicht einfach nur ein privates Unternehmen sind, die Medien produzieren, sondern dass sie eben ganz maßgeblich Öffentlichkeit heutzutage herstellen und das natürlich auch eine gewisse Verantwortung mit sich hat. Und jetzt ist sozusagen die große Diskussion da, die man natürlich unter Umständen schon früher hätte führen können. Und ich glaube, das ist mein wesentlicher Punkt, zu sagen, inwieweit ist diese Welt, die dort konstruiert wird, in Owned und in Paid Media, denn anders zu bewerten, inwieweit muss man da anders umgehen, als in diesem früheren Zeitalter, als man in der vermeintlich goldenen Vergangenheit sich das Vertrauen erarbeitet hat. Wir wissen natürlich alle, dass auch das nicht immer der Fall gewesen ist, aber es ist doch ein anderer Modus als das, was wir heute vorfinden. Ja, Frau Einwiller, Sie haben ja auch schon in diesem Bereich geforscht, also auch jetzt, was zum Beispiel Native Advertising angeht. Und ein Punkt, der auch bei Frau Moll jetzt aufgekommen ist, ist die Frage des Vertrauens. Ja? Also das Wissen jetzt vor allem in der Pandemie, das sich immer wieder ausweitet. Wir haben fast tagtäglich neue Dinge, die wir erfahren. Und was in dem Fall halt auch wichtig ist, ist, inwiefern man eben dann auch das Vertrauen des Publikums, der Zuhörer, der Menschen, mit denen man spricht, irgendwie dann noch aufbauen kann oder erhalten kann. Wie sehen Sie das? Absolut. Also ich möchte zuerst mal auch dem Jens Seifert-Brockmann hier noch zustimmen. Also Verantwortung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass eben die Unternehmen und auch die Medien, die diese Plattformen dann zur Verfügung stellen, eine Riesenverantwortung haben für die Kommunikation, die sie betreiben und eben diese Verantwortung auch wahrnehmen müssen und ernst nehmen müssen, weil nämlich wenn sich dann dort auf den Plattformen und eben dann den Medien, die sich tatsächlich als Medien sehen, die Plattformen wie Facebook sehen sich ja nicht als Medien, deswegen kommen ja auch oftmals also diese Probleme dann zustande, dass sie ja sagen, ja, wir sind ja quasi nur eine technische Plattform. Aber eben wichtig ist, dass wenn dort ja Fake News oder auch Täuschung stattfindet, also
Ja, also Native Advertising ist natürlich kein Fake News. Ich denke, also auch die Frau Moll arbeiten ja auch im Bereich Content Marketing. Das ist natürlich Kommunikation von Unternehmen, die aber im Kleid von journalistischem Content daherkommt, so aussieht, als ob. Und es führt dann eben oder kann dann eben zu Irritationen und aber auch zu Täuschung führen, wenn es nicht erkannt wird von den Rezipientinnen und Rezipienten. Und das ist dann das Problem. Das ist ja dasselbe auch bei Fake News. Es wird ja oftmals auch nicht gleich erkannt. Ist es jetzt fake oder ist es doch echt? Weil oftmals klingt es ja dann doch echt, diese Verschwörungstheorien. Denken wir, oh Gott, ja, ist es jetzt? Und dann eben muss man eben den Faktencheck dann auch machen. Und das machen ja viele nicht. Und dann eben aber diese Täuschung, die dann stattfindet, wenn die erkannt wird, und das haben wir festgestellt in unseren Studien zu Native Advertising, wenn die Leute dann eben erkennen, dass eigentlich ein Unternehmen dahinter steckt und dass es eben nicht journalistisch war, was man ja eigentlich ursprünglich gedacht hat, weil es sieht so aus und es kommt im journalistischen Umfeld daher, dann ist tatsächlich, dann haben wir festgestellt, dass das Vertrauen in das Medium, in dem dieses Native Advertising geschaltet wird, abnimmt. Und zwar stärker noch bei denjenigen, die vorher eigentlich ein hohes Vertrauen in Journalismus hatten. Die sind umso mehr enttäuscht. Also insofern muss man schon sehr, sehr aufpassen, dass eben keine Täuschung stattfindet. Also gegen Native Advertising, also Werbung, die im journalistischen Kleid daherkommt, wenn die gut gekennzeichnet ist und auch klar und auch erkennbar ist, klar erkennbar ist, ist auch nichts dagegen zu sagen. Also das ist ja völlig legitim, aber es muss eben erkennbar sein, dass dann diese Täuschung nicht zustande kommt, weil wenn die Leute nämlich dann quasi am Ende oder dann nach einer Weile erkennen, ich wurde hier getäuscht, dann ist die Enttäuschung eben umso größer und dann führt es eben auch zu Vertrauensverlust. Und Vertrauen ist eben auch, ist ganz entscheidend, um Vertrauen zu bewahren, weil nämlich eben, wenn man sich getäuscht fühlt, dann kommt es eben zum Vertrauensverlust. Ja. Wie kann man denn als Leser oder Zuseher erkennen, dass es sich um Auftragskommunikation handelt? Gibt es da bestimmte Indikatoren? Ja, genau. Also es kann man, also ein Forscher, der sich sehr stark damit auseinandersetzt, der Bartosz-Murczynski, hat es differenziert in Top-Down und Bottom-Up erkennen. Und das Top-Down ist, wenn eben die Menschen die Kennzeichnung erkennen. Und es handelt sich ja auch bei diesem, also wenn wir jetzt beim Native Advertising bleiben, es ist Werbung und die muss gekennzeichnet sein. Das ist ja gesetzlich vorgeschrieben, § 26 Mediengesetz. Da muss dran stehen Anzeige, bezahlte Anzeige, Werbung oder entgeltliche Einschaltung. Und das ist aber oftmals ja so platziert oder so hellgrau auf weiß, dass es dann oftmals auch nicht erkennbar ist. Also es wird dem Gesetz dann Genüge getan und man kann quasi von Gesetzesseite dann auch nicht wirklich was machen. Aber die Menschen sind ja auch so, ich meine, wenn wir lesen, die Rezipientinnen und Rezipienten schauen ja auf die Headline und die ist dann interessant. Man schaut dann nicht oben drüber in die rechte Ecke oder oftmals dann auch am Ende steht es dann erst, dass da bezahlte Anzeige steht oder so. Und selbst wenn es gekennzeichnet ist, wird diese Top-Down, also diese Kennzeichnung oftmals nicht wahrgenommen. Was wir in unserer Forschung festgestellt haben, wir haben ein Projekt dazu auch gemacht und haben geschaut, ob die Leute Native Advertising erkennen. Und tatsächlich haben sogar relativ viele erkannt, aber sie haben es nicht an der Kennzeichnung erkannt, sondern die Leute haben es dann nämlich am Inhalt erkannt. Das wäre dieses Bottom-Up. Also sie erkennen es oftmals gut, weil dann ein Produkt genannt ist und weil dann ein Link zu dem Produkt drin ist oder zu der Unternehmensseite oder weil es einseitig ist, weil es eben werblich daherkommt. Und daran erkennen es die Leute oftmals. Aber dann müssen sie sich halt erstmal auch wirklich auseinandersetzen mit dem Inhalt, um das dann auch so zu erkennen. Aber es ist, ja, der Trend ist ja auch dahin, dass man gutes Native Advertising, in Anführungszeichen sage ich jetzt auch, so gestaltet, dass es eben nicht werblich ist. Und wenn das erstmal professionalisiert wird und noch umso werblicher und umso weniger werblich daherkommt, dann werden es die Menschen noch weniger erkennen, weil auf die Kennzeichnung achten sie nicht wirklich. Mhm. Und dann ist die Täuschungsgefahr noch größer. Also ich sehe da schon einen Trend, dass es eher kritischer sich auf die kritischere Richtung entwickelt, eben täuschender wird, als dass es weniger täuschend wird. Dankeschön. Herr Körber oder Frau Moll, möchten Sie dazu etwas sagen, weil Sie vielleicht auch mit Advertising in Ihren Forschungen haben?
Also ich glaube, es ist immer eine Frage der Qualität. Also Qualitätsmedien kennzeichnen besser und lassen besser erkennen, wo der Unterschied ist zwischen redaktionellen Content und Werbung. Und also wir haben uns ja relativ strenge Regeln auferlegt, weil wir und unsere Kunden uns da eigentlich an sehr genaue Vorgaben halten. Und es gibt durchaus unmoralische Angebote von Nicht-Qualitätsmedien, sage ich jetzt mal, oder Boulevardmedien oder wie auch immer man sie nennen möchte, auf die wir dann auch nicht eingehen. Also das würden wir nicht machen. Aber ich kann jetzt auch nur für unsere Agentur, eine der wenigen qualitätszertifizierten Agenturen in Österreich, die Frau Einwiller ist ja auch Vorsitzende des PR-Ethikrats und kennt uns dadurch. Und so wie der Herr Körber nicht für alle Medien wird sprechen können und ihm der Begriff, so dieses verallgemeinerte Lügenpresse wehtun wird, ist bei mir dann auch oft, wenn dann das so, das ist so, das ist ja nur PR, das tut natürlich mir dann wieder in meinem Berufsstand weh. Da wird oft über den Kamm geschoren. Aber prinzipiell uns ist die Kennzeichnung auch sehr wichtig und wir unterscheiden da auch sehr genau. Aber natürlich arbeiten wir mit diesen Formen des Content-Marketings. Ja. Ja. Ich kann da eigentlich nicht viel dazu beitragen, weil der ORF da ein bisschen strengere Regeln hat. Eine Problematik gibt es natürlich schon, das ist sozusagen die Medienfinanzierung. Also das ist eigentlich eines der größten Probleme in sozusagen weltweit und natürlich auch in Österreich ist die Frage, wie finanzieren sich Medien. Die Frage zieht sich jetzt eigentlich schon sehr lange. Schuld wurde da immer sozusagen dem bösen Online-Markt gegeben. Das hat natürlich auch einen Einfluss drauf, aber sozusagen die Medienfinanzierung ist auch aus anderen Gründen sozusagen unter Druck geraten, Wirtschaftskrise, Inseratenpreise etc. Die Frage ist natürlich, egal wie sozusagen, das ist natürlich auch ein Einfallstor für weniger seriöse Modelle der Werbung, vom Formalismus. Ja. Gut, danke. Jens, kommen wir vielleicht auch zu dir zurück und zu deinem Vortrag. Ich würde vielleicht noch ganz kurz anschließen, weil mich würde tatsächlich auch interessieren, Herr Körber, inwieweit da sich der Journalismus ein Stück weit auch selbst was vormacht. Ich meine, die Finanzierung von journalistischen Medien ist ja schon seit Ewigkeiten an Anzeigen gekoppelt. Ja. Das heißt, die wirtschaftliche Abhängigkeit, die ist da. Man hat das, oder man löst das, indem man Redaktionen und Anzeigen trennt im Haus. Aber jeder weiß natürlich, dass trotzdem ein Einfluss darauf da ist. Und ich frage mich, inwieweit so dieses Image, das der Journalismus immer vor sich herträgt als die vierte Gewalt, dann vielleicht auch nicht ein Stück weit das Problem, das der Journalismus jetzt hat, daher rührt, dass man sich da auf einen Sockel stellt, der vielleicht ein bisschen zu hoch ist im Vergleich zu dem, was man auch gemacht hat. Ich meine, Sie hatten es ja selbst gesagt, dass jede kleine Falschmeldung wurde dann quasi genüsslich fast als Fake News ausgeschlachtet. Und mich würde schon interessieren, wo kommt diese Häme her, ja, diese absolut fast schon Bösartigkeit, mit der jetzt auf den Journalismus eingedroschen wird? Das ist eine gute Frage. Also ich kann da auch nur Vermutungen anstellen. Es hat natürlich auch was mit dem Journalismus auch zu tun. Also so wie Journalismus betrieben wird, und ein Teil der Kritik, die am klassischen Journalismus geäußert wird, den kann ich zumindest verstehen. Ja? Also zum Beispiel, ich würde auch sagen, weil es mir um Vertrauen in die Medien auch im Vortrag gegangen ist, also so ein bisschen Medienskepsis in der Gesellschaft, das finde ich gar nicht schlecht, das braucht es auf jeden Fall. Ja? Die Frage ist sozusagen, wann es kippt. Ich glaube, dass, also der ORF hat da sozusagen noch eine ganz eigene Rolle mit GIS-Gebühr und Geschichten, die über den ORF zirkulieren, ob sie wahr sind oder nicht. Nicht alle sind wahr, aber einige. Und das ist natürlich fürs Image schlecht. Und das, im Wesentlichen gilt das halt für den ORF besonders, aber für andere Medien auch, dass sich Medien halt auch mit Eliten es sich arrangieren, sage ich einmal.
Also von daher kommt sicherlich ein bisschen Häme und kommt auch teilweise Hass. Die Frage ist aber, glaube ich, grundlegender, nämlich was passiert in der Gesellschaft? Also das muss auf einen Nährboden in der Gesellschaft fallen, im Übrigen genauso wie Fake News und wie Verschwörungstheorien. Und dieser Nährboden muss vorhanden sein. Und die Frage, die ich mir halt oft stelle, ist sozusagen, wie wird dieser Nährboden erzeugt? Was befördert das? Ja? Und also was wir sehen, ist, dass einerseits natürlich durch Online-Medien das befeuert wurde, aber ich glaube, ohne sowas wie eine gesellschaftliche Spaltung, die nicht nur durch Online-Medien vorangetrieben wird, sondern auch durch andere Dinge, würden wir diese Entwicklung so nicht sehen. Also da geht es, glaube ich, um soziale Sicherheit, da geht es oder umgekehrt um sehr viel Unsicherheit. Und ich glaube, ein ganz großes Bedürfnis ist sowas wie Komplexitätsreduktion. Also die moderne Welt ist einfach relativ komplex und sehr widersprüchlich. Und das halten sehr viele Leute nicht aus und suchen sich Modelle und Welterklärungen, die in sich nicht widersprüchlich sind. Da wären wir wieder bei den Verschwörungstheorien. Die sind so erfolgreich, weil sie eben Zirkelschlüsse sind und in sich logisch geschlossen sind. Die sind zwar teilweise unfassbar kompliziert, aber in sich logisch geschlossen und nicht widersprüchlich. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das damit befriedigt wird. Übrigens kein neues Bedürfnis. Also gerade in den USA haben wir diese Verschwörungstheorien seit Ewigkeiten ich würde fast sagen, in einigen Teilen der USA als kulturelle DNA seit 50, 60 Jahren. Danke, Herr Körber. Sie haben erwähnt, dass es eben einen gewissen Nährboden braucht, um solche Phänomene zu entwickeln, wo es sowohl um gesellschaftliche Entwicklungen geht, gesellschaftliche Spaltung, also nicht nur die sozialen Medien, die Online-Medien, sondern auch andere Komponenten. Jens, inwiefern ist das ein Faktum, aber inwiefern spielt zum Beispiel auch das Publikum, das Fake News liest oder das Fake News ausgesetzt ist, eine Rolle? Ja, ohne Publikum keine Fake News. Ne? Also wir haben ja auch eine gewisse Lust an diesen Fake News. Und selbst wenn wir die überhaupt nicht teilen, wir können gar nicht anders als hinschauen. Und ich glaube, das ist etwas zutiefst Menschliches, aus demselben Grund, aus dem bei Unfällen auf Landstraßen, auf Autobahnen immer wieder Leute stehen bleiben und anfangen zu gaffen. Ja. Sie wissen vermutlich, dass es verkehrt ist, aber trotzdem können sie es nicht lassen. Und dieser Negativismus, der Fake News innewohnt, das ist in gewisser Weise so, als würde man irgendwie einem Boxkampf beiwohnen, ja, von zwei Kontrahenten, die sich gegenseitig behaken. Und insofern ist das Publikum natürlich extrem wichtig, weil an das Publikum richtet sich die Fake News. Und es ist unglaublich schwierig, jetzt mal abgesehen von der Frage, ob ich das erkenne als Fake News, glaube ich, es wirklich einfach nur im Glauben weiterteile, weil ich vielleicht den Content witzig finde oder weil ich gerne sozusagen sozial sein möchte und mit meinem Netzwerk interagieren möchte. Aber abgesehen davon ist natürlich, muss jeder und jede sich die Frage stellen, was ihre eigene Rolle ist in dem Moment, in dem ich auf so etwas stoße. Ich hatte es vorhin gesagt, die überwiegende Masse an Menschen, die Fake News, sei das jetzt im Social Media Feed oder irgendwo in anderen Medien wahrnimmt, reagiert darauf einfach nicht. Und das, obwohl die meisten vermutlich wissen, dass es Fake News sind, obwohl sie sehen, dass das in ihrem eigenen persönlichen Netzwerk geteilt wird, tun sie nichts dagegen, weil es ihnen vermutlich in den meisten Fällen schlicht und einfach wurscht ist oder weil sie sich sagen, dass das nicht meine Aufgabe ist. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Wie soll man ein solches Phänomen angehen, wenn es eine sehr, sehr kleine Menge von Leuten gibt, die aber sehr, sehr engagiert sind, die auch sehr professionell sind, die wissen, was sie tun und die mit der Struktur, mit der technologischen, mit dem technologischen Unterbau, der dazu da ist, enorm viel Schaden anrichten können und das Publikum sitzt da und erfreut sich am Feuer, das da anfängt zu brennen. Ja. Und das Feuer kann halt
eine Person des öffentlichen Alltags sein. Das kann aber eben auch ein Unternehmen sein, das dadurch extrem großen Schaden erleidet. Und deswegen, ich glaube, das Publikum ist tatsächlich der eigentliche Ansatzpunkt. Deswegen auch mein Verweis auf sowas wie Media Literacy, Inokulation, die Schulen für Persuasionswissen. Nur das Problem ist halt, das ist unglaublich, unglaublich schwierig. Ja, es ist ein sehr, sehr langer Prozess und ich habe noch niemanden eine überzeugende Lösung präsentieren sehen, wie das gelingen könnte. Aber deswegen diskutieren wir darüber. Ja. Ich glaube, Frau Moll, Sie haben ja auch, oder Sie und Ihre Agentur IKP haben ja auch Studien durchgeführt. Es ist halt, wie Jens auch schon angesprochen hat, nicht immer so einfach, Fakten und Fake im Internet zu trennen. Das heißt, wie kann man denn jetzt, also zusätzlich zu den Punkten, die Jens in seinem Vortrag erwähnt hat, wie kann man als User, wie kann man als Leser dieses Problem der Fake News angehen? Was sind da ein paar Dinge, die man eventuell umsetzen könnte? Also sicher spielt Medienkompetenz eine ganz große Rolle. Die Plattformen verdienen ja teilweise auch mit diesen Fake News, weil die so stark geshared und weitergeleitet werden. Und Aufklärung. Viele haben jetzt auch im Umfeld jemanden, der da irgendwie schon anfängt, Gerüchte weiterzutragen. Und ich denke mal, bei der Cousine oder der Tante kann man vielleicht durchaus noch aufklärend wirken. Und es haben ja auch schon Menschen ihre Angehörigen aus Sekten befreit, weil teilweise ist es auch sektenähnlich oder es ist einfach so eine Glaubensfrage, ob man bereit ist zu glauben, dass wir alle im großen Stil angelogen werden und eigentlich alle anderen falsch liegen. Und ich denke mal, man muss nicht jeden aufgeben. Es wird wahrscheinlich eine Gruppe geben, die wird sehr schwer zu überzeugen sein. Und es gibt ja auch Menschen, die eine Intention dahinter haben, die ein Interesse haben, Fake News zu verbreiten. Aber es gibt sicher auch immer noch Menschen, die man erreichen kann und die man doch noch aufklären kann. Oder man sieht es jetzt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Thema Impfen nochmal hingehen, dass Menschen gezeigt werden, die sich impfen lassen, auch wenn wir wissen, dass es jetzt zum Beispiel in den Gesundheitsberufen noch viele Skeptiker gibt, wird dann doch den einen oder anderen, der den sieht, überzeugen. Es ist nur in einer Krise immer alles so sensibel und man muss da wahnsinnig aufpassen. Gute Absichten drehen sich so schnell ins Negative. Man hat gesehen, die Schweiz hat ältere, prominente Herrschaften geimpft, um da ein bisschen einen Anreiz zu geben oder zu zeigen, die machen das. Und das hat halt dann auch wieder ziemliche Unruhen verursacht, warum die jetzt geimpft werden, wenn es doch viel Bedürftigere gibt. Also jede Krise bringt so viel Sensibilität mit und man darf nie auf die Gruppen vergessen, die einfach in irgendeiner Form schwer betroffen sind und bei denen dann die News ganz, ganz schlecht ankommen, mit denen man eigentlich eine gute Sache verfolgt. Deswegen ist das ganz schön schwer auch. Und Fake News, puh, man kann nur immer weiter aufklären. Aber ich denke mal, es wird auch was erreicht damit. Also wir... Jetzt auch, um andere Beispiele zu bringen, im Gesundheitsbereich haben wir es schon sehr oft einfach so das Thema Mythen und Fakten. Was ist Mythos? Was ist Fakt? Arbeiten mit Experten und schauen, was ist im Umlauf und was kann man da noch beitragen an Informationen. Und es ist ja auch vorher im Vortrag gekommen, diese gefährliche Kausalität, die da hergestellt wird zwischen zwei Begebenheiten, die eigentlich gar nicht da ist. Also es werden Menschen geimpft und Menschen sterben und dann heißt es die Impfstofftoten. Und das ist, oft ist es für Menschen einfach nur so plausibel, was sie hören. Es ist plausibel und damit ist es gleich einmal gekauft. Und da muss man wirklich aufpassen. Und ich glaube, es gibt schon viele Tipps, die man geben kann oder einfach, manchmal muss man sich vielleicht selber wie ein Journalist verhalten, die Quelle checken, schauen, hat der Absender ein Impressum, ist das jetzt ein anonymer YouTube-Absender, was ist für eine Intention dahinter? Also es ist ganz schön viel zu tun, auch für den Einzelnen, um so einen Faktencheck zu machen. Wenn es die Medien nicht für einen übernehmen, die Etablierten, oder wenn man denen keinen Glauben schenkt.
Ja, danke schön. Sie haben jetzt auch wieder das Thema der Infodemie aufgenommen, das ja Jens schon angesprochen hatte. Und es hat ja sogar der Generaldirektor der WHO hat ja gesagt, dass wir kämpfen also nicht nur gegen eine Epidemie, sondern auch gegen eine Infodemie. Und in dem Kontext, also gerade im Bereich von gesundheitspolitischen Krisen, da spielt Kommunikation eine wesentliche Rolle. Vielleicht, Frau Einwiller, könnten Sie dazu etwas sagen aus der Sicht der Wissenschaft und aus der Sicht der Krisenkommunikation, was in diesem Fall wichtig wäre in so einer Krise, wie man kommunizieren sollte? Es ist natürlich schwer, das pauschal zu sagen. Also jetzt seitens der Unternehmen oder der Regierung? Sie müssen nicht auf die Vorgehensweise der Regierung eingehen, aber vielleicht haben Sie ein paar generelle Ansätze, was in so einer Situation wichtig ist. Ich meine, gut, es gibt natürlich so die Überzeugungsstrategien, die man ja durchaus auch findet, jetzt eben wie die Frau Moll hat es ja gerade angesprochen mit der Schweiz, also dass man versucht, Prominente herzunehmen. Oder dass man eben, also mit Beispielen, dass sich irgendwelche prominenten Persönlichkeiten, dass man dadurch natürlich Aufmerksamkeit auch bekommt, dass man Experten versucht natürlich zu mobilisieren und heranzuziehen. Das sind klassische Persuasionsstrategien, die oftmals funktionieren, also zumindest sind es Heuristiken. Also in der persuasiven Kommunikation ist das vielfach untersucht, also es sind eben diese... Ja, also Expertenmeinung oder die Mehrheitsmeinung oder eben wenn Prominente das machen, die ich mag, dann mache ich das auch eher. Das ist aber auf der Ebene der also Heuristiken und der peripheren Verarbeitung wird das eher verarbeitet. Jetzt in so einem heiklen Fall, wenn es jetzt gerade vielleicht auch so um die Impfung geht und um meine Gesundheit, da schauen die Leute oftmals halt nochmal genauer hin und versuchen dann, ja, möglicherweise dann doch irgendwie das Haar in der Suppe zu finden oder das zu hinterfragen und stoßen dann vielleicht eben auf diese Verschwörungstheorien und auf Fake News auch, die jetzt vielleicht auch auf den Herrn Körber auch zurückzukommen, ja genau, die Komplexität reduzieren helfen. Also Heuristiken helfen auch, die Komplexität zu reduzieren. Nur wenn ich da vielleicht irgendwo genau diese Bedenken habe und sowieso schon skeptisch bin gegenüber der Regierung und gegenüber den Medien, dann suche ich mir vielleicht andere Informationen und stoße eben auf diese Verschwörungsmythen, die mir dann vielleicht wiederum plausibel erscheinen. Und deswegen ist es halt nicht immer so wirkungsvoll. Aber es hat, klar, also diese Versuche natürlich mit Persuasionstechniken und Taktiken da vorzugehen, wird angewandt, aber funktioniert natürlich auch nicht immer und funktioniert eben vor allem auch auf der Fake-News-Seite, also die wenden das ja oftmals auch an und eben auch so genau in diesen, wenn es dann online ist, in diesen Bereichen, wo man sich dann tummeln kann, also das ist ja dann auch so eine Entwicklung natürlich, dass sich diese Echokammern bilden, wo dann meinesgleichen alle zusammen sind und da sind wir dann wieder eigentlich bei der Heuristik, die mit der Mehrheitsmeinung. Weil da sehe ich auf einmal, ganz viele sind dieser Meinung, dass da irgendwie, keine Ahnung, die böse Macht dahinter steht und Bill Gates uns jetzt alle irgendwie mit irgendwelchen Chips versehen möchte und kontrollieren möchte. Und wenn das ganz viele denken, das ist dann wiederum diese Mehrheitsheuristik, dann muss da wohl was dran sein. Und das ist ja dann eben genau auch ein Mechanismus, der hier dann greift, um wiederum eine einfache Verarbeitung der Informationen hinzubekommen. Also insofern, ja, unterschiedliche Strategien haben aber auch bei unterschiedlichen Menschen dann unterschiedliche Wirkungen. Und es ist ja auch nicht ganz einfach, nicht, wenn immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen werden und immer neue Informationen dazukommen, dann ist einfach auch so viel an Informationen da, dass es dann vielleicht auch schwierig ist, abzuwägen, was ist jetzt das Relevante, was ist das Wichtige, beziehungsweise macht es nicht ganz einfach, ganz klar und transparent mitunter zu kommunizieren, nicht, wenn sich Woche für Woche auch die Fakten leicht ändern, einfach weil man immer neue Erkenntnisse gewinnt. Sie haben auch die Echokammern jetzt nochmal angesprochen, das heißt, dass man halt in quasi oft von Menschen umgeben ist, die,
die eigene Meinung auch teilen. Inwiefern ist denn das etwas, was man, oder auch es gibt das Konzept der Filterblase, wo man hauptsächlich personalisierte Nachrichten bekommt, inwiefern sind denn das Punkte, die man auch irgendwie, denen man entgegenwirken könnte, um ein Phänomen wie Fake News anzugehen? Also ich glaube hier jetzt gerade diese Filterblasen, wie die entstehen, auch durch die Algorithmen, das ist ja durchaus was, worauf auch die Social-Media-Plattformbetreiber hingewiesen wurden. Wenn man die dazu, also die müsste man auch dazu bekommen, dass Menschen eben nicht nur mit ihren eigenen Meinungen konfrontiert werden und nicht nur immer diese eigenen Ansichten zugespielt bekommen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man eben auch unterschiedliche Ansichten mit unterschiedlichen Ansichten konfrontiert wird und sich denen aussetzt. Es gibt ja auch Ansätze, dass man versucht, irgendwie mit Bürgerdiskursen sich zusammenzutun und auch mit genau explizit auch mit anderen zusammenzukommen, die anderer Meinung sind und sich auszutauschen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Nur eben durch diese Echokammern, die da entstehen, wird es schwieriger, weil sich eben diejenigen dann zusammenfinden können. Also es gibt halt diese Plattform, die es vorher halt nicht so gab. Da hatte man irgendwie nicht so die Möglichkeit, so eben diese Mehrheit zu finden, die gefühlte Mehrheit, die eben genauso denkt wie man selbst. Aber so eben auch Versuch zumindest zu unternehmen, die Menschen dazu zu bewegen, auch sich mit anderen, sich anderen Meinungen auch auszusetzen. Also nicht nur selektive Wahrnehmung, aber das ist auch ein urmenschliches Prinzip, auch diese selektive Wahrnehmung. Ich suche mir halt die Meinungen, die sowieso schon meine Meinung bestätigen, die ich sowieso schon habe. Aber ich denke hier gerade die Plattformbetreiber, also dass man eben nicht nur die eigenen Meinungen zugespielt bekommt, das ist ganz wichtig, dass das irgendwo auch reguliert wird oder dass das unterbunden wird, dass hier eine größere Pluralität der Meinungen dann auch aufgenommen werden kann. Ja, Jens, du hast ja, Herr Körber, Sie wollten was dazu sagen. Ja, also ganz kurz auch ein bisschen selbstkritisch. Also ich sehe uns klassische Medien das schon auch gefordert, weil was wir jetzt schon beobachten, also klar, wenn jemand sagt, er wird per Test oder per Impfung gechippt, da kommen wir schwer an. Ja. Aber wenn es Leute gibt, die sozusagen Bedenken haben, die sagen, puh, was macht das mit meinem Körper? Und die dann sozusagen, keine Ahnung, ich nenne jetzt ein aktuelles Beispiel, ist, die dann sagen, okay, ich gebe dieser Demonstration mit, die da zum Beispiel letzten Samstag war. Mhm. Dann haben wir als Medien schon die Aufgabe, differenziert zu berichten. Und wir können nicht sagen, zehntausende Corona-Leugner wanderten den Ring entlang. Ja. Also wie gesagt, dass die da mitgehen und sich freiwillig in die Gesellschaft von so sehr merkwürdigen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen begeben, das kann man kritisieren. Ja. Aber was wir nicht machen dürfen als Medien, ich glaube, das sollte auch die Politik nicht machen, aber das ist eine andere Geschichte, ist diese Menschen, die sozusagen unsicher sind, noch in die Arme von Wahnsinn zu treiben. Ja. Also ich glaube, da sind wir schon gefordert, eine differenzierte Berichterstattung zu machen. Dankeschön. Jens, möchtest du dazu? Vielleicht noch, ich glaube, das, was interessant ist und was die sozialen Medien so prädestiniert macht für die Verbreitung von Fake News, ist ja, dass mit dieser Technologie zwei Dinge zusammengebracht wurden, die so vorher noch nie zusammen waren, nämlich zum einen mal Information und News, zum anderen aber eben Sozialität, also soziale Netzwerke. Ja, vor der Erfindung sozialer Medien, beziehungsweise vor der Erfindung des Internets, ist Medienkonsum zum größten Teil etwas Individuelles gewesen. Man hat das natürlich vielleicht als Medienereignis vor dem Bildschirm gefeiert, aber das ist ein zeitlich begrenzter Abschnitt immer gewesen. Ne? Jetzt haben wir quasi haben wir soziale Medien auf dem Second Screen oder auf unserem mobilen Telefon permanent bei uns und permanent in unserem eigenen sozialen Umfeld, in der Peer Group, werden diese Informationen geteilt, wird über diese Informationen geredet. Und das heißt, wie ich mich zu diesen Informationen verhalte, entscheidet auch wesentlich darüber, wie ich von den anderen Leuten in meinem Netzwerk gesehen werde. Und das ist, das sollte man überhaupt nicht unterschätzen, ja, weil wir sind soziale Wesen. Das macht uns ganz massiv aus. Was andere Leute von uns denken, ist uns extrem wichtig. Und ich glaube, diese Polarisation ergibt sich zum großen Teil daher, dass natürlich viele Leute von anderen als positiv gesehen werden wollen
Und deswegen schon dieses Spiel des Teilens und über das Lachen von Fake News einfach mitmachen, nicht notwendigerweise, weil sie die Meinung zu 100% teilen, sondern weil sie halt Teil der Gruppe insgesamt sein wollen. Und ich glaube, dieses Problem oder dieses Feature von sozialen Medien, das muss man erst verstehen, bevor man dafür auch eine Lösung finden kann. Deswegen finde ich ja diese Utopie, dieser utopische Ansatz des Public Open Space, also quasi eine Agora im Informations- und Internetzeitalter einzurichten, so interessant, auch wenn es unglaublich schwer zu sehen ist, wie das funktionieren soll. Aber dort diese Barrieren erst einmal wieder einzureißen und zu sagen, hier sind alle gleichberechtigte Sprecherinnen und Sprecher für jeden, der irgendetwas zu dem Thema sagen will. Und ja, ich bleibe erstmal dabei. Ich sage danach noch was anderes. Vielleicht sage ich kurz zwischen noch was. Inwiefern, weil du sagst, also quasi es geht darum, wie man gesehen wird. Und wir sind ja auch quasi an der Wirtschaftsuniversität, an einer Universität haben wir auch eine gewisse Verantwortung, was wir vermitteln an unsere Studierenden. Und inwiefern siehst du denn da einen Zusammenhang auch zu Bildungsmöglichkeiten, ja? Also oder zu Bildung im Allgemeinen in Bezug auf was wir weitergeben und inwiefern wir auf diese Dinge aufmerksam machen? Nur, wir haben natürlich eine Verpflichtung, über diese Themen auch zu reden. Und diese Themen, ich glaube, das oder auch ein großes Problem in der Beschäftigung mit diesem Thema rührt daher, dass das natürlich als popkulturell wahrgenommen wird und deswegen so nicht so ganz den Status hat dessen, was man eigentlich ernst nehmen sollte. Ja, das sind halt irgendwelche Internet-Meme, die kommen lustig daher. Und was kann das schon für einen Impact eigentlich in der Gesellschaft haben? Aber ich glaube, dass über diese Dinge tatsächlich auch offen geredet werden muss und sie auch angesprochen werden müssen. Und jetzt nicht unbedingt, indem man mit dem Finger auf Leute zeigt und sagt, das ist dämlich, was da passiert, sondern wirklich ehrlich zu versuchen, zu verstehen, was eigentlich der Anreiz ist, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und diese Dinge tatsächlich auch einzutauchen. Und ich glaube, da sind wir vielleicht auch als Wissenschaftler, Stichwort Wissenschaftskommunikation, stärker gefordert, aber eben auch in der Wissenschaftsreflexion und uns die Frage zu stellen, ob die Reflexion, die wir bisher geleistet haben und die wir leisten, ob die auch adäquat gewesen ist und ob sie zielführend ist, weil offensichtlich, gerade wir als Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, müssen ja auch zugeben, dass man fast wie gelähmt ist, wenn man die Leute wütend auf Equipment einschlagen sieht und sich die Frage stellt, wo kommt eigentlich dieser ganze Hass her? Ja? Und letzten Endes, wir müssen irgendetwas übersehen haben in der Vergangenheit und ich glaube, das müssen wir natürlich auch, also damit müssen wir selbst auch irgendwie offen umgehen. Deswegen, ich glaube, wenn sozusagen dieses Blame Game herumgeht, ja, dann kann man natürlich jetzt nicht nur sich als Wissenschaftler hier zurücklehnen und sagen, da müssen die Unternehmen reflektieren, da müssen der Journalismus reflektieren. Das ist, wie gesagt, es betrifft alle Teile der Gesellschaft und damit ist die Wissenschaft natürlich auch angesprochen. Und wir haben ein extrem starkes Werkzeug in der Hand, dass wir nämlich mit den Studierenden reden können, die später mal die Dinge vielleicht auch selbst beeinflussen können. Ja. Ich habe jetzt auch einen Blick einerseits auf die Uhr, aber auch andererseits auf die Kommentare und Fragen, die wir auf YouTube bekommen haben. Und wir haben insgesamt eine Frage bekommen und das heißt, ich bin mir sicher, wir können diese kurz behandeln. Und zwar lautet die Frage, wie stufen Sie Deepfakes ein? Wie werden sich diese zukünftig entwickeln und welchen Einfluss werden Deepfakes auf Fake News haben? Nur kurz zur Erklärung, also Deepfakes werden Fake News, die Machine Learning und künstliche Intelligenz nutzen, um die falschen Inhalte zu erzeugen und zu generieren. Ich weiß nicht, wer dazu etwas sagen möchte. Vielleicht Jens, möchtest du beginnen? Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Talk mir natürlich auch solche Videos angeschaut und es gibt zum Beispiel Deepfake-Videos von Kim Jong-un, wie er scheinbar irgendeine Rede hält. Es gibt Spielereien, da sieht man Talkshow-Gäste, deren Gesicht zu Tom Cruise, dann zu Tom Hanks und wieder zurückgemorpht wird. Und was das aber heißt, in unserer hypermobilen und hyperschnellen Zeit ist,
dass es eigentlich möglich ist, ein Video-Content zu produzieren mit der Absicht, jemanden zu täuschen. Und diese Person ist unter Umständen unter sofortigem Druck auf diesen Content zu reagieren und hat vielleicht, wie jetzt im Fall von Nordkorea, nicht die Möglichkeit zu testen, irgendwie sofort zu testen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und das ist natürlich auf einem großen Level ein Problem für die Politik. Ich sehe aber auch für Unternehmen ganz große Probleme. Wenn die öffentliche Person, die Unternehmen repräsentieren, in eine Videomontage einbauen, wie sie in einem gefakten Video irgendwelche anschlüssigen Dinge tun oder sagen, dann können sie damit die Reputation von Unternehmen oder auch von Organisationen generell massiv nachhaltig schädigen, wenn sie das lange genug betreiben und oft genug distribuieren. Und ich glaube, das ist einfach die nächste Stufe in der Entwicklung von Fake News. Diese Technologie ist jetzt noch nicht so einfach zu handhaben, aber wie uns die Erfahrung lehrt, es ist eine Frage der Zeit, bis das als Desktop-Anwendung auf den Rechnern der breiten Bevölkerung installiert ist und bis sehr, sehr viele Leute das dann einsetzen können, um dann Akteure dort als Deepfakes zu produzieren, die Dinge tun, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und das wird ein großes Problem. Also das Problem wird sogar noch wachsen, würde ich mal vermuten. Möchte noch jemand? Ja, Herr Körber? Ja, dem würde ich mich voll anschließen. Aus zwei Gründen. Also Untersuchungen haben gezeigt, sozusagen die größten Schleudern von Falschnachrichten. Also wir sprechen jetzt dann von Facebook und von Twitter, aber de facto ist es YouTube. Ja. Das ist ein wesentlicher Faktor. Plus, also es wurde so angedeutet, aber ich nehme das jetzt mal auf, wir unterstellen, ich glaube nicht, dass das ganz so stimmt, aber wir unterstellen, dass sozusagen Fake News dort auf den Nährboden fallen, wo die Leute nicht ausreichend gebildet sind, sage ich jetzt mal. Und wenn wir diese Theorie weiter verfolgen, dann sind wir natürlich auch in einem Bereich, wo visuelle Kommunikation über Videos stärker ist als Textkommunikation. Also ich glaube, das sind zwei Punkte, die da ganz wesentlich sind. Und das dritte ist, an manipulierte Texte sind wir alle gewöhnt. Manipulierte Bilder, nämlich Bewegtbilder, kennen wir gar nicht. Mhm. Ich glaube, das ist ein riesiger Punkt. Ja, wobei, also ich bin da immer optimistisch, dass genauso wie es, keine Ahnung, mit Snopes oder mit Mimikama Institutionen gibt, die sowas aufdecken, da hoffe ich auch, dass sich das sozusagen für den Bereich relativ rasch zumindest eine Gegenbewegung bildet. Dankeschön. Wir haben jetzt sogar noch eine zweite Frage bekommen und ich glaube, die können wir auch noch schnell vorlesen. Und zwar lautet die Frage, Fake News tarnen sich bzw. manipulieren, um Vertrauen zu erwecken, genauso wie Native Ads oder Influencer Marketing. Was ist ethisch gesehen tatsächlich der große Unterschied? Ich weiß nicht, Frau Einwiller, vielleicht möchten Sie dazu etwas sagen? Also bei Fake News, also wenn es wirklich Desinformationen sind, die bewusst, also jetzt ist, Jens Seifert hat ja vorhin auch die Differenzierung gemacht, was für unterschiedliche Arten von Fake News existieren, aber ich spreche jetzt mal von den wirklich bewussten Falschinformationen, die wirklich gezielt auch ja, manipulieren wollen oder vielleicht auch Ängste auslösen wollen. Also da sehe ich schon nochmal eine größere ethische Problematik, weil das ist eben bewusste Desinformation mit dem Ziel, eben möglicherweise auch Menschen zu Handlungen zu bewegen, die sie vielleicht sonst nicht machen würden. Was aber dann wiederum eben die Handlungen, die sie vielleicht sonst nicht machen würden, auch im Falle von Werbung, ich meine, da musst du gar nicht Native Advertising, ich meine, das ist eigentlich Werbung grundsätzlich, ich meine, häufig werden uns irgendwelche Produkte angepriesen, die wir vielleicht sonst nicht unbedingt wollen würden und es werden Bedürfnisse geweckt. Die Frage ist, wie unethisch ist das? Das ist natürlich, ja, aber das Gute ist, dass wir hier wissen, dass oftmals, wenn wir es erkennen, dass uns hier jemand etwas verkaufen möchte und dass es möglicherweise übertrieben ist. Also das wäre die klassische Werbung. Bei Native Advertising sehe ich das Problem eben darin, dass es auch
Werbung und es wird vielleicht auch übertrieben, aber es ist eben nicht immer so transparent. Und es ist dann weniger problematisch, wenn es wirklich transparent ist und ich weiß genau, also mein Persuasionswissen, es wurde vorhin schon mal kurz angesprochen, wird aktiviert und ich weiß genau, okay, da will mich jetzt jemand von was überzeugen und da steht ein Unternehmen dahinter und die wollen mir ein Produkt verkaufen und entweder ich finde es gut oder nicht und ich schaue mir das an, aber ich weiß zumindest, was da für eine Intention dahinter steht. Und dann ist es ethisch weniger bedenklich. Ich weiß die Intention, mein Persuasionswissen ist aktiviert, ich kann das einschätzen und dann ist es ethisch eher unbedenklich. Aber wenn eben genau diese Verschleierung stattfindet oder eben gerade gezielt Desinformation, die ich nicht erkenne als Desinformation oder eben auch Werbung, die ich nicht erkenne als Werbung, wenn die Transparenz fehlt, dann ist es ethisch problematisch. Also Transparenz ist hier ein ganz, ganz wichtiges Unterscheidungskriterium. Erkenne ich es als solches und kann es mir anschauen oder auch nicht? Oder ist es eben verschleiert und ich werde in die Irre geführt und getäuscht? Und das ist die ethische Problematik, die hier vorliegt. Dankeschön. Jens, möchtest du auch noch dazu was sagen, beziehungsweise auch noch abschließende Worte vielleicht finden? Was ich gerne noch, ein Punkt, auf den ich gerne noch hinweisen würde, ist der Punkt der künstlichen Intelligenz. Und immer natürlich die Frage, was können wir dagegen tun? In der Geschichte der Medienentwicklung ist es ja immer so gewesen, dass es eine Medieninnovation gegeben hat und dann gab es eine Explosion an Informationen. Also das Publikum hat sich ein Stück weit immer selbst diese neuen Medientechnologien bemächtigt. Ja, das war nach dem Buchdruck im Zuge der Reformation, das war mit der Weiterverbreitung von Zeitungen ein Stück weit so, das war mit der Erfindung des Radios, des Fernsehens so und das ist natürlich jetzt auch mit der Erfindung des Internets so. Zwei Dinge sind aber jetzt anders. Früher war als Kraft oder als Macht, die versucht hat, das wieder einzuhegen, ist das immer der Staat gewesen und indem er durch Zensur eingegriffen hat und diese Freiheitsrechte beschnitten hat. Heute übernehmen das inzwischen zum Großteil Unternehmen und die Frage ist, wie üben Sie diese Funktion in Zukunft eigentlich aus? Im Moment ist es ja so, dass Facebook und Twitter ein Heer von Leuten beschäftigt, die sich hinsetzen und diese Posts tatsächlich überprüfen. Ich glaube, was sich in Zukunft aber ändern wird, ist, dass die Unternehmen logischerweise, weil sie effizienter, weil sie effektiver sein wollen, das an Algorithmen, nämlich an künstliche Intelligenz aussourcen werden. Und das wird heißen, dass vermutlich in Zukunft ein Bot darüber entscheiden wird, ob ein Post gelöscht wird oder nicht. Und das ist natürlich insofern problematisch, weil wir nicht wissen, ob dann eigentlich tatsächlich noch ein menschlicher Akteur sich dann zumindest das mal noch anschaut sofort oder ob das einfach so erstmal gelöscht wird und nur wenn wir Einspruch dagegen erheben, sich überhaupt jemand bemüßigt fühlt, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist ein Problem wirklich für die gesamte Öffentlichkeit, egal was für ein Akteur, ob das jetzt eine Organisation ist, ob das eine Privatbürgerin oder Bürger ist, das ist ein Problem, wenn sozusagen nicht mehr Autoritäten entscheiden, die in irgendeiner Form mir als Staatsbürger Rechenschaft schuldig sind, ja, wie das halt bei einer Regierung der Fall ist, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, sondern wenn es halt ein privates Unternehmen ist, das auf seine eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen verweist und sagt, wir tun das jetzt so. Und in gewisser Weise ist das eine Ironie, ja, dass diese Verschwörungsbehauptungen, die viele von diesem QAnon-Kult und die aus solchen Zirkeln herauskommen, dass da ein Überwachungsstaat entsteht, insofern nicht ganz aus der Luft gegriffen dahingehend, dass er sich jetzt entwickeln wird als sich selbst erfüllende Prophezeiung unter Umständen. Ja. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das zu reflektieren und darüber zu diskutieren und die Frage zu stellen, wie gehen wir als Öffentlichkeit damit um? Ja, wie gehen Unternehmen damit um? Wie geht der Journalismus um? Wie gehen wir als Wissenschaftlerinnen eigentlich mit diesem Problem um? Und ich glaube, dazu sind wir hier, dafür müssen wir sensibilisieren, um dann hoffentlich mit Aufklärung weiterzukommen. Dankeschön. Und da haben wir heute dann schon mal einen Anfang gemacht mit unserer Veranstaltung, sowohl deinem Vortrag und jetzt unserer Diskussion.
Ich darf mich bei allen unseren Gästen bedanken. Es war sehr schön, dass Sie auch, wenn nur virtuell leider, heute bei uns waren. Danke, Jens, für deinen Vortrag und auch für die Einführung in das Thema. Und danke allen Zuhörern und Zusehern, dass Sie da waren und auch für Ihre Fragen auf YouTube. Ich hoffe, wir haben sie ausreichend beantwortet. Falls natürlich in den nächsten Tagen noch Dinge aufkommen, Sie wissen, wo Sie uns finden können, wenn Sie noch Fragen zum Thema haben sollten. Ja, Jens? Damit bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und auf Wiedersehen.